Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5. Wir sind in Belgien und haben einen Spion über. Diesen Spion werden wir nach Stockholm schicken als Diplomaten, damit wir auch mal wissen, was sich hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen denn abspielt. Dieser Bauarbeiter wird erstmal eine Straße zu unserer neuen Superstadt Utrecht bauen. Superstadt. Und dort dann auch die Geländefelder reparieren, die dem Krieg zum Opfer gefallen sind. Wir haben es überlebt und können sogar fliehen. Das ist ja super nice. Super nice. Und dann nimm dir doch mal diese Einheit vor. In der Hoffnung, dass du sie auf den ersten Schlag dann auch wegschießt. Das machst du. Berlin hält sich tapfer. Aber wie lange noch? That's the question. Monsieur. Wir werden... hier noch nicht angreifen. Wir machen es zwar angreifbar, oder? Machen wir es angreifbar, wenn wir da stehen bleiben? Von ihm? Ja, schon, ne? Nee, komm, dann geh lieber mal weg. Du bleibst da stehen. Gut, dass wir noch die eine oder andere Einheit jetzt runterschicken können. Das ist genau, was wir jetzt brauchen. Das ist, wenn sie praktisch am Flughafen einsteigen, dann sind sie am Bahnhof. Le Musketiere. Drillt sich ein bisschen und... Ja komm, bleib mal in der Stadt, erhol dich gut. Ist hier eine... Hier ist schon eine Straße, das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch hier eine, um die Verbindung herzustellen. Kommt hier runter und jetzt haben wir auch einen großen General bei der Armee. Der hätte eigentlich schon vorher das sein sollen, aber nun gut. Nächste Runde. Berlin wird sich wiederholen und ja, solange sie nicht auf die Trebuchets gehen, ist alles okay. Einen Kompositbogenschützen verloren. Halb so schlimm, halb so schlimm. Jetzt pass auf. Noch mehr Kompositbogenschützen. Ja, nimm mal gegen Fernangriffe den Deckungsbonus. Wir bekommen ja alle einen Bonus vom großen General. Es kann sein, dass du stirbst, aber diesen Preis bin ich bereit zu zahlen. Tust du auch. Dasselbe gilt für dich. Und für dich. Jetzt hoffen wir, dass wir in der nächsten Runde auch noch eine Nahkampfeinheit haben, um die Stadt einzunehmen. Das wäre natürlich blöd, wenn wir das jetzt verdummbeutelt haben. Ja, komm mal hier vorne bei die Fische, ne? Zack, zack, zack. So schnell geht das. Politik einführen. Ach, die Ehre hätten wir natürlich auch vorher verbessern können. Aber diese Zahlpolitik ist jetzt abgefahren. Genau, plus 15% Kampfstärke, dann noch mit dem großen General, sind wir schon bei plus 35, wenn mich alles täuscht. Denn Sumpf, nee, Straße erstmal, das ist klar. Dann kommst du mit hier hoch, reparierst alles, was wir kaputtgeschlagen haben. Du erholst dich hier in den schönen Feldern, ich hoffe, du hast keinen Heuschnupfen. Und in der nächsten Runde wird Berlin fallen. Die Straße ist fertig, das gibt dir die Gelegenheit, hier zu reparieren und da zu reparieren. Dann haben wir auch Salz. Ich glaube, Salz ist auch eine neue Luxusressource, die wir bisher noch nicht hatten. Und unser Musketier überlebt. Das heißt, wir haben Berlin auf jeden Fall in der Tasche. Das ist toll. Das ist super. Da geht einiges. Ach, wir hätten dir sogar noch einzelne Vorteilungen verleihen können. Aber bleibt auch so. Marionette erstellen. So, jetzt sind wir bei minus 6. Zufriedenheit ging schon mal besser, aber wir könnten Utrecht ein Gerichtsgebäude geben. Lohnt sich aber nicht. Utrecht hat gerade mal eine Größe von 1, baut gerade einen Zirkus, ich bin da okay mit und das wird uns nicht wirklich weiterbringen. Was uns weiterbringen würde, ist hier ein Kolosseum und ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall was machen. München, ja, ich habe gesagt, München werden wir verschonen. Und das machen wir auch.
Wir lassen ihnen noch eine Stadt über. Damit wir noch mit ihnen handeln und reden können. Damit wir nicht alleine auf der Welt sind. Um nicht völlig geistig zu verkreisen. Aber Hamburg nehmen wir uns noch mit, oder? Wobei Hamburg auch nicht wirklich interessant ist. Wir könnten, da wäre, glaube ich, München schon die interessantere Stadt für uns. Dann können wir Hamburg da unten Hamburg sein lassen. Ja, das wäre, glaube ich, eine Idee. Können wir so machen. Oh, hier würde ich gerne noch eine Stadt gründen. Oh, da müssen wir unbedingt eine Stadt gründen. Schau dich das mal an. Werden wir auch machen. So schnell wie möglich. Was baut denn die Hauptstadt gerade? Ein Kolosseum. Kolosseum, Kolosseum, Kolosseum. So muss das. Wie lange ist Berlin im Widerstand? 12 Runden. Das, die Stadt hat eine Größe von 24? Achso, was haben wir denn alles schön Feines jetzt an Wundern? Nein! Da bleibt mir die Stimme weg. Große Bibliothek. Wir erhalten eine freie Technologie. Nicht, weil wir es nicht selbst gebaut haben. Parthenon, plus wir Kultur. Gut, wir haben jetzt null Kultur. Alhambra, Angkor Wat. Das heißt, Kultur und Goldkosten für eine werbneue Geländefelder in allen Städten um 25% reduziert. Geht so. Ich weiß nicht, warum man das bauen sollen wollte. Artemis-Tempel, hängende Gärten. Nahrung plus 6, Kultur plus 1. Mausoleum von Halikarnassos. Warte mal, das hat uns weggeschnappt, nicht wahr? Das hat uns weggeschnappt. Verbraucher, jede wieder, wenn in dieser Stadt bearbeitet wird. In dieser Stadt. Ah, gut, da gibt es wenigstens eine. Notre Dame. Benötigte Technologie, Physik. Glauben plus 4. Orakel. Da geht einiges, da geht einiges. Eine Universität hat da auch schon. Kann man so lassen. Kann man so lassen. Machen wir nix. Jetzt fehlt. Ja, komm. Soll man München noch mitnehmen oder nicht? Wir nehmen München noch mit. Wieso habe ich denn. Achso. Musketier, das ist gut. Ich dachte, ich habe einen zweiten Sperrkämpfer gebaut. Aber weit gefehlt. Dann komm mal nach Berlin. Bau da mal wieder alles auf. Und komm, automate. Ich habe erst. Ach, ich bin jetzt am Ende mit beim Befehlen. Hier oben können wir noch reparieren, das ist klar. Aber den Rest könnt ihr alleine hinbekommen. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo das so ein Selbstläufer wird. ja, toller großer General. Geht zu der Armee im Norden. Hier auf den Hügel. Heilen. Heilen. Rüberkommen. Auch warten. Nächste Runde. Frieden ablehnen. Eine Stadt nehmen wir noch mit. Oh, das ist interessant. Versuchen mit Trieren, Utrecht zurückzunehmen. Ja, aber das dürfte eigentlich nicht gelingen. Wir können mit Utrecht, glaube ich, doch können wir. Sehr gut. Uns wehren, wenn wir so ruhig nochmal mit dem Schiffchen kommen. Das können wir abhaben. Warte erstmal noch. Du bleibst in der Stadt. Du kannst ja stehen bleiben. Ich bin so dreist. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir ihn hier zerstört bekommen, aber den Armbrustschützen nicht. Okay, so überzeugt bin ich jetzt nicht mehr. Aber jetzt. Dann müssen wir noch einiges einstecken. Aber lockerflockig überlebt. Die Straße hier ist fertig, ne? Krass, keine Straße? Hier ist auch keine Straße? Wurde die Straße nie fertiggestellt oder was? Mann. Alles müssen wir selber machen. Toll, jetzt müssen wir unsere erste eigene Triere fertig haben. Kommen natürlich schon andere, muss uns jeden Tag versauen. Ah, den schönen Sonntagsausflug, Schatz. Dahin. Los, runter. Unter Deck rudern und die Kanonen klar machen. Wir bauen. Ich hätte ja gesagt, einen Frachter. Aber es gibt ja keinen mehr, mit dem wir Handel betreiben können, fast. Bau ein Kolosseum. Wir brauchen Kolosseen. Wir brauchen überall Kolosseen. Wo wir Kolosseen bauen, können wir da Kolosseen bauen. Ja, komm mal. Auch hier runter. Ein bisschen müssen wir noch beschützen. Hier hätten wir natürlich den großen General schon wieder viel früher gebraucht. Heilen, heilen. Weilen, wie es so schön heißt. Gut heilen will. Weilen haben. Alles papua-neuguineesisches Sprichwort.
Wissen die wenigsten, aber... Viele sagen auch, stimmt gar nicht. Oh, hat wehgetan, aber ist noch alles dran. Ja, da mal. Ah, jetzt geht auch das Eisen. Naja, wir haben so viel Eisen. So viel Eisen. So viel kannst du gar nicht tragen. Wo man Eisen noch lockerflockig tragen kann. Wo bist du? Hier bist du. Komm mal. Okay, die Straße ist fertig. Es legt den Sumpf trocken. Bau eine Straße. Greif nicht an. Geh hier hoch. Geh in die Stadt. Bleib da. Zieh dich eins zurück. Produktion wählen. Kolosseum ist fertig. Werkstatt. Um zukünftige Bauprojekte beschleunigen zu können. Die bestimmt noch kommen. 5 Runden bis zur Kanone. Das Musketier, der Musketier. Tausch mit ihm die Position, wenn das möglich ist. Nein, da kannst du ja noch einmal bewegen. Dann geh hier hin. Komm dahin. Heilen. Du schleißt dich vom Süden aus ran. Heilen. Ja, wir brauchen ja für München auf jeden Fall noch Belagerungswaffen. Ja, dann mach das doch. Nächste Runde. Und hier unten werden wir uns verteidigen. Gegen diese bösen Langschwertkämpfer. Die aber auch eigentlich keine Chance haben sollten, hier noch irgendwie... Wehe, du singst mir. Okay, mit Antwerpen zusammen kriegen wir das hin. Und mit den Walen. Habt ihr gesehen? Dass die Wale übers Schiff springen? Wäre schön, wenn wir die Wale für uns unsere Zwecke gewinnen könnten. Was, wen kannst du angreifen? Du kannst niemanden angreifen. Wobei, du kannst hier hin und... Ja, kriegst es. Ich habe heute leider keine Erfahrungspunkte für dich. Dann bleib doch mal in der Stadt. Schau dir die genau an. Und... Aha! Überraschung! Keiner erwartet die spanische Inquisition. Junge, wir müssen hier diese Langbogenschützen. Kompositbogenschützen sind echt nicht mehr das, was sie mal waren. Die machen ja kaum noch Schaden. Kaum noch Schaden. Ja, folge ihm hier hin. Wo ist der Langschwertkämpfer hin? Da unten. Ich sehe dich doch immer noch. Gehören die Wale zu uns? Wir müssten da... Gibt es eine Möglichkeit, dort ein Arbeitsschiff hinzubringen? Nein. Das ist blöd. Wollen wir schauen, ob wir Hamburg kriegen? Nee. So, jetzt gucken wir uns mal das mit Wahl mal genau an. Blash! Tja, habt ihr es gesehen? Next Level Shit. Easy Game. Also, Kompositbogenschütze heilt so angeschlagen, wie der ist. Ich hab hier gerade so gar keine Koordination. Die eine Hälfte ist da unten, die andere Hälfte ist da oben. Ein paar legen sich die Wunden. Dann werden wir angegriffen. Hätte ich mir erst denken können. Vom Langschwertkämpfer gegen die Belagerungseinheit. Aber wir haben 3. Krieg. Japan erklärt uns den Krieg. Das ist interessant. Das ist interessant, okay. Der hat sich doch vom Bismarck breitschlagen lassen. Kannst du mir nicht erzählen, dass der von alleine auf die Idee gekommen ist, uns den Krieg zu erklären. Oh oh, das hätte ich mir besser vorgestellt. Bloß eine Fortbewegung? Nee, mach lieber gegen Marineeinheiten, komm zurück. Dann isst du mal schön Käsebrot, damit du wieder zu Kräften kommst. Hier kannst du, glaube ich, nicht viel ausrichten. Hier genauso wenig. Und da müssen wir uns auch zurückziehen. Das ist unglaublich. Unglaublich, mit was wir hier arbeiten müssen. Ist doch kein Zustand. Hast du die Straße gebaut? Sumpftrocken liegt. Ach nee, wenn hier ein Kok bauen können. Nee, dann lass den Sumpf mal Sumpf bleiben, ne? Oder? Wo können wir den Kok denn bauen? Nur an Flussfeldern mit Sumpf oder was? Das heißt, wir müssen ihn hier bauen können, zum Beispiel. Werden wir in der nächsten Runde sehen. Kannst nichts machen. Heilen.
Halt, welche Stadt kann angreifen? Ah, gut, dass man das nicht... Ach, ich hätte ein Bogenschütze nehmen sollen. Ansonsten ist Japan irgendwo... Ja, Japan wird doch jetzt keine halbe Weltreise unternehmen, um gegen uns Krieg zu führen. Bis sie da sind, dann kommen sie mit Kriegern oder so. Schweden. Ich habe von Schweden gehört. Was will Schweden denn jetzt machen? Also Schweden eine Chance hätte. Ah, da hat er beschlossen, nicht mehr weiterleben zu wollen. Gut, dass wir mit Sidon verbündet sind. Sidon wäre sonst wirklich ein Riesenproblem geworden. Oh nein! Das ist allerdings ein Problem hier oben bei Antwerpen. Gut, dass wir noch diesen Sperrkämpfer hier haben. Wobei ich nicht glaube, dass der noch was bringt. Ja, lass uns Frieden mit Deutschland schließen. Die Erfahrung nehmen wir noch mit. Wobei es ja schon blöd wäre. Jetzt, wobei, 30. Nee, komm, lass Frieden schließen. Also, Frieden verhandeln. Und? Wie kann die... Hamburg, er gibt uns Hamburg so. Hamburg, wollen wir Hamburg unten haben? Ja, komm, nehmen wir mit. Annehmen. Zurück. Ich kann. Auf Wiedersehen. Marinette erstellen. Minus 20. Ich will sie alle haben. Ich will sie alle haben. Benötige Befehle. Dann komm mal jetzt zu den Aufständigen. Wir müssen noch einen Kok bauen. Achso. Sind wir die Niederlande? Wenn ja, dann können wir Koge bauen. Wenn nein, dann nicht. Ich schau gerade mal, mit wem wir spielen. Mhm. Belgien. Da schau her. Also, Moment, ich muss mal auf dem Flowchart gucken. Sind wir die Niederlande? Nein. Okay, nein, dann geht der Pfeil hier runter. Okay, dann kann man keine Koge bauen. Ah ja, okay. Sumpfdrogen legen ist dann doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ah! Wehe, du reparierst... Du reparierst das Salz nicht. Vergiss den Sumpf hier. Reparier das Salz. Ansonsten... Deutschland. Also, raus, gut, ich glaube nicht, dass du mir das Handel betreiben willst. Sorry. Achso, das sind wir. Ey, jetzt ungelogen, ey. Ich war so lange schon nicht mehr auf oben auf der Punkteliste, dass ich echt nicht dran gedacht habe, dass ich das bin hier. Da wird schon irgendjemand sein. Aber nicht wir. Handel. Was ist mit deinem Allerwertesten? 5 Gold? Nee. Wenn ich 3 bekomme, wäre ich glücklich, ja. Weil jetzt natürlich keiner mehr mit uns Handel betreiben will. Na gut, zum Glück haben wir Waffengewalt. Mit der können wir uns super verteidigen. Ich würde sagen, ja, komm mal hier nach Hamburg. Dann kommst du nach Brüssel so schnell, wie es geht. Mit euch habe ich nämlich ganz Großes vor. Ihr werdet alle zu Kanonen gemacht, wenn es denn dann soweit ist. So, kann es ein paar Runden dauern, bis ich mein Militär dann so aufgestellt habe, wie ich es gerne hätte. Haben wir hier noch Luxusressourcen, die es zu reparieren gilt? Elfenbein haben wir auf jeden Fall schon, ne? Ja, Luxusgüter, da Elfenbein 4, kauft uns auch keiner ab. Denunzierung. Jetzt wurden wir auch noch von Deutschland denunziert. Nein! Warum nur? Können die Aufständigen eigentlich unsere Städte einnehmen? Ich glaube schon, oder? Nein, wäre seltsam, wenn nicht. Wir konzentrieren uns auf vorher noch mehr Aufständige. Ein schwedischer Missionar! Auf ihn! Mit Gebrüll. Nee, ist glaube ich keine so gute Idee, wenn wir jetzt angreifen. Wir könnten hier hingehen und versuchen, sie von der Stadt wegzulocken. Das ist das Beste, was wir jetzt mit euch machen können. Oh, jetzt haben wir die Position getauscht. Oh, ein großer Händler. Bogota? Mit Sidon sind wir, glaube ich, cool. Geh nach Bogota. Was brauchen wir da vorne? Brot zum Wählen. Dinge, die uns glücklich machen. Wie zum Beispiel Stadtmauern. Gibt es das noch, dass Burgen einen glücklich machen? Ich glaube nur mit Ehre, ne? Nur noch 19 Runden mit der Kultur. Wir haben einfach zu viele Städte. Daran liegt es, dass es mit der Kultur nicht mehr weitergeht. Gegner in der Nähe. Der große Missionar. Sie gehen auf die Stadt. Wäre natürlich blöd, wenn wir an Antwerpen an die Aufstände verlieren.
Aber wir halten uns gut. Automaten. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Automaten. Nur noch minus 9. Seht ihr? Da geht einiges. Irgendwo ins Straßennetz, damit er hier nachkommen kann. Du heilst. Ich weiß nicht, warum du überhaupt dabei bist. Dann kommst du hier mit nach vorne. Du kommst mit nach vorne. Das ist Platz für dich, aber nicht wirklich. Deswegen kommst du eins nach vorne und dann kannst du hier hin. Du bist fertig. Okay. Zack. Angreifen. Das ist einer weniger. Sie plündern, aber das sind zum Glück nicht allzu viele Luxusressourcen, die sie plündern können. Dann kommst du mal hier hoch. Hier müssen wir vielleicht die eine oder andere Straße noch entfernen. Ich hab's nur ungern so voll mit den Straßen. Kostet ja auch Geld. Ne? Kostet ja auch Geld. Dann haben wir hier auch zwei wieder gebaut. Weil, ach. Okay, ich brauche zwei Bauarbeiter oder ein Bauarbeiter. Genau, Sumpf entfernen ist nur halb so wichtig. Wichtig ist, dass du die Straße hier entfernst. Dann, wo sind die anderen? Hier ist einer. Du kommst her, räumst hier ein bisschen auf. Wie genau, klären wir dann später. Kannst du, wie weit kannst du dich hier vorbewegen? So weit. Warte. Aha! Kanonen. Mehr noch ein zweites Trebuchet. Ja, aber will ich das Geld ausgeben? Bin ich mir noch nicht sicher. Kommt denn jemand mit? Sonst kann er noch gute Dinge machen oder so. Ja, und die gehen jetzt natürlich auf Plündertour. Das machen sie natürlich gerne, die Barbaren. Plündern, plündern, plündern. Und ja, dann müssen wir die Stadt angreifen. Was sind jetzt die ganzen Einheiten, die ich dahin geschickt habe? Keiner mehr da. Zack, zack. In die Stadt. Du kommst mit. Mitgemacht, mitgelacht. Ja, achso, du hast den großen Missionar dir geklaut. Du wartest hier, Forschung wählen. Dünger. 30 Runden. Ja, aber beim besten Willen, wir brauchen nicht mehr wachsen. Lass uns doch mal hier ein paar Dinge abarbeiten. Lass uns doch mal die Klassik beenden. Hier random alles mal in ein paar Runden fertiggestellt. Kann nicht so verkehrt sein, die Idee. Und mehr Aufständige. Nein, das sind die von eben, okay. Hier können wir eine Handelsmission ausführen und sind wieder gut beisammen, was das Finanzielle angeht. Für dich, wo will ich hin? Also wenn es denn zum Krieg kommen sollte mit Schweden, dann kommen sie doch wohl woher? Entweder hier durch, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Vancouver, Lübeck, kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann müssen sie, wenn schon wirklich durch die Stadtstaaten durch. Und ich glaube nicht, dass die KI darauf programmiert ist, das so zu machen. Boah, das dauert, trotz der Straßen. Da haben wir viel zu lange das hier alles. Ah, sehr schön. Wir können die Welt entdecken. Und hier auch noch weiter Gebrauch machen von unseren tollen Einheiten. Okay, du bist fertig. Dann komm doch mal hier hoch. Der große Prophet. Ja, was macht der jetzt? Kein Gold, nix, Stärke 1000, kann nichts verbreiten. Können wir auch auflösen. Oder? Nee, warte mal, du kannst doch bestimmt hier so ein Dingens bauen, oder nicht? Ein großes Kunstwerk. Nee. Eine heilige Stätte. Siedler, Bautrupp, Bautruppshammer, Stadtmauern, Kornspeicher, Burg Himeji. Benötigt Schießpulver. Plus 15% Kampfstärke für Einheiten, die in freundlich gesinnten Territorium kämpfen. Bringt eine kostenlose Burg in der Stadt des Baus. Nee, bau lieber einen Kornspeicher und Stadtmauern. Wieso können wir eigentlich keine Gebäude mehr bauen? Weil wir technologisch uns so dermaßen auf diese Kanonen spezialisiert haben, dass wir jetzt für alles andere keinen Platz mehr haben, oder was? Sieht so aus. Ich glaube, ich bin zufrieden mit der Positionierung unseres Militärs hier. Einmal die Straße. Ist hier eine Straße? Hier muss eine Straße sein, die wird nur nicht angezeigt, weil der Krug da halt ist, ne? Ja, sonst wäre Utrecht jetzt auch nicht mehr verbunden mit der Hauptstadt. Können wir Berlin? Berlin ist immer noch im Widerstand. 3 Runden. Hamburg. 4 Runden. Okay, wenn das fertig ist, dann dürfte auch die Unzufriedenheit sich wieder eingependelt haben.
bei 0. Ich bin befreundet mit Bogota. Immer noch dieser Gegner. Wie kann es eigentlich sein, dass wir immer noch nicht da Einheiten hochgeschickt haben? Gut, dass wir hier so gut aufgestellt sind. Okay, wir hätten gern. Okay, pass auf. Wir haben hier oben 1, 2, 3, 4. Dann an jeder zweiten Stadt eine Fernkampfeinheit. Dann sieht das so gut aus. Und wo ist der Bauarbeiter? Den müssen wir uns mal genau angucken. Hier, diese Straße hier zum Beispiel ist völlig unnütz. Die kann weg. Dann. Ja, schießt du dich an ihm ab? Schießt er dich an ihm ab? Weißt du, wie ich das meine? Du kannst in die Stadt rein, dort angreifen. Stadt selbst greift auch nochmal an. Dann dürfte das reichen, damit du hier gewinnst. Ihr versteckt euch im Dschungel, beschützt die Hauptstadt. Genauso wie der große General. Du kannst echt nichts machen. Okay, Einheit auflösen. Okay, dann haben wir hier, da sowieso. Dann hätte ich gerne in Antwerpen steht gar niemand. Ja, dann ist doch Antwerpen genau der Platz für euch. Will ich, meine Kanonen will ich zusammen haben. Dann stellt ihr euch beide um Amsterdam herum auf. Du hast die Straße gebaut. Die Straße geht hier entlang. Das sieht okay aus, oder? Dass sie durch die Stadt durchgeht, gefällt mir nicht so gut. Ja. Aber was, ja, hier auf jeden Fall erstmal reparieren. Wichtiger als irgendwelche Straßen wegzumachen. Wassermühlen, wo Wassermühlen gebaut werden kann. Werkstatt, Steinwerke. Steinwerke können wir auch kaufen. Aquädukt brauchen wir nicht. Werkstatt, Kornspeicher, Kaserne. Drei Runden sind die schon vorbei. Ist Berlin wieder befriedet? Schau's mal, Rotterdam hätte gern Marmor. Okay, noch eine Runde. So, sag mal, kannst du nicht? Du müsstest doch Stadt annektieren. Ja, würde ich gern. Geht es aber nicht. Ich hätte gern dieses Feld. Das würde mich sehr glücklich machen, wenn ich über dieses Feld hier herrschen würde. Gent. Könnte das kaufen? Nee, kann es nicht. Haben wir genug Geld im Rotterdam? Ja, Rotterdam auf jeden Fall. Stadt annektieren, ja, und sofort Kriegsgebäude kaufen. Jetzt haben wir natürlich kein Geld, um dieses Feld hier zu kaufen für 165 Gold. Aber das ist, ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Monument, Aquädukt, Kaserne, Stadtmauern fertig, ist okay. Und die, oh, schwedische Einheiten. Das ist interessant. Pikeniere. Das wird ja immer interessanter. Und dann kommt ruhig hier rüber. Da können wir, glaube ich, schon ein bisschen kämpfen. Ja, so ein bisschen uns kabbeln. Das ist okay. Hier die Straße sieht soweit so gut aus. Gibt es Dinge, die sofortiger Reparatur bedürfen? Ja, das Eisen und so. Warten. Nächste Runde. Lass sie ruhig kommen. Will ich Kanonen da drüben haben? Nö, muss nicht. Und du stehst da. Perfekt. Perfetto. Wir haben einen Spion seit langer Zeit. Den können wir nach... Achso, seit uns Schweden den Krieg erklärt hat, ne? Ja, dann geht doch nach Brüssel. Mach Counterspionage. Wir sind technologisch so weit fortgeschritten, dass da keiner bitte uns beklauen soll. Da macht er, glaube ich, einen leichten Fehler, indem er sich hier in die Stadtnähe begibt. Da macht er sich angreifbar. Nee, komm, dann bleib du in Antwerpen. Brauchen wir auf jeden Fall eine Fernkampfeinheit. Das gewinnen wir, das ist klar. Da gehe ich mit ihm schon mal gleich hier rüber. Ja, tatsächlich. Also, wenn hier jemand vom Rest vom Kontinent uns angreifen wollte... Das wird schwer. Für uns wird es auch schwer, darüber zu gehen, aber wir sind Punktführer. Wir haben nicht das Bedürfnis, darüber zu gehen. Dann kannst du auch in der Stadt bleiben, in Brüssel. Schifferturm von Pisa, von Gustav Arlo verendet. Okay, vielleicht sollte man dann doch mal rübergehen. Und uns mal anschauen, was es da so zu holen gibt. Ich meine, ich bin ein Mann, der Weltwunder zu schätzen weiß. Und die natürlich gerne in meinen eigenen Händen hat.
Heldenepos, Circus Maximus, das wir uns aus der Bredouille bringen. Wir brauchen aber noch ein Kolosseum in Antwerpen. Nur in Antwerpen? Ah, nächste Runde. Ja, das ist ja nice. Dann können wir in Brüssel sofort mit der Produktion des Circus Maximus beginnen. Globe Theater von Bismarck. Bismarck kann nicht aufhören. Bismarck ist süchtig nach Wundern. Bismarck sollte mal zum Suchtberater gehen, was die Wunder angeht. Bleibt da, nicht vergessen, Brüssel kann den Circus Maximus bauen und wird das auch sofort machen. Wir haben 90 Gold, wir sind noch ein bisschen unzufrieden. Aber es wird sich mit dem Circus Maximus alles geben. Kathedrale für eine Zufriedenheit. Nee, aber da können wir doch in den anderen Städten, wie zum Beispiel Gent. Nee, keine Kathedrale. Oder zum. Wie viel haben wir denn angesammelt? 317. Utrecht. Stadt annektieren? Nö, ist immer noch nicht wert. Rotterdam hat bestimmt schon. Ne? Nee, hier Moschee. Plus eine Zufriedenheit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das Monument ist auch bald fertig. Amphitheater, wie wär's damit? Geldhammer, können wir bauen. Aber erstmal die Wassermühle, um zukünftigen Bauprojekten unter die Arme zu greifen. Hier ein Amphitheater. Kultur ist immer wichtig. Eine Armee haben wir jetzt, glaube ich, die groß genug ist. Wir könnten hier die unsere schwedischen Freunde auf den Hügeln hier begrüßen. Das wäre, glaube ich, eine schöne Idee. Da freuen die sich auch, wenn sie ankommen, ja, und schon unser Gebrüll hören. Da werden die ganz aufgeregt. Aber nicht im guten Sinne. Neues Forschungsabkommen. Ist mir egal. Au, er geht auf den Hügel. Macht er raffiniert. Aber ja, diesen Kampf werde ich noch kämpfen. Und dann geht's ab in die Pause. Und für heute dann auch eine Aufnahmepause. Das heißt, wenn ich das nächste Mal weiterspiele, werde ich keine Ahnung haben, wo ich denn stehen geblieben bin. Wie, das war's? Das war's? Wirklich? Ja, dann können wir noch ein bisschen hier uns offensiver positionieren, oder nicht? Lass uns hier eine Zitadelle hinbauen. Oh, das ist so gut. Hier oder hier eine Zitadelle. Ah, ne, warte. Hier können wir eine Zitadelle bauen. Mm, ist das gut. Oh, ja. Ja, das ist gut. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich darauf, euch zur nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wer es wieder heißt, Let's Play Civilization 5 mit Belgien. Bis dahin, euer Egonson.